Ah, die Frieda. Ist auch so eine Indie-Rockerin. Aber da ist sie ihr Spiel vor 2 Jahren noch treu geblieben. Ja, das ist aber so Ding. So mit erst Nirvana damals. Und jetzt natürlich Billie Eilish. Aber ich hätte sie nicht wieder können. 2 Jahre für eine komplett andere kleine Person geworden. Also sie hat in den Jahren zuvor wirklich tierisch dazugelegt, finde ich. Na, hier war es ja gar kein Wind, hat sich sofort umgedreht, ausnahmsweise mal. Nein, da ging kein Weg dran vorbei. Aber das ist halt cool, wie alle abgegangen. Aber das macht einen so stolz, dann dieses komische Going Ticket erfunden zu haben. Und dass sie dann nutzt, dass dann auch 2 Jahre an sich gearbeitet, dann wiederkommt, ja. Und dann mit so einer Power, das ist ihr überhaupt größtes Merkmal. Diese Kraft, die hat so eine Kraft in der Stimme. Ja. Eine super Stimme, wirklich echt auch ein Mördertalent. Ich bin auch gespannt, wie jetzt das Tino Winter umgedreht. Was ist da los mit uns? Ich bin mir nicht sicher, ob der Ablehner konnte zum Beispiel. Das kann recht spenden, ich dachte. Das ist eine Jungfrau. Das stimmt, unten ist sie sehr stark, aber also eine tierische Reichweite, eine tierische Range, ne? Ja, Viererwasser! Jawohl! Alle beide Viererwasser, okay. Aber das war ja spannend, das wusste ich ja noch nicht mehr. Es ist ja so, dass wenn man panische Momente hat, dass das Gehirn diese Sachen, diese Erinnerungen ausblendet. Ja. Das war natürlich sehr unangenehm, dass ich alle 4 umgedreht habe. Aber man erinnert sich immer an die guten Sachen und deswegen... Erinnere mich auch auf einmal wieder an die erste Blande schon von vor 2 Jahren von Frieda und vor allem an die hier und an die Krönung von Team Fanta zum Triple. Dank, Frieda. Du rockst es, Frieda.